In diesem Video tanzen wir beide gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstagabend um 19 Uhr live via Zoom. Schau gerne einmal in die Videobeschreibung, da findest du alle Informationen und ich würde mich freuen, dich bei Zoom zu sehen. So, dann tanze ich dir die Tanzkombination erst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt und zum Schluss tanzen wir beide gemeinsam mit Musik. So, dann erkläre ich dir die Tanzkombination jetzt Schritt für Schritt. Du stellst dich in eine elegante Pose. Das bedeutet, du nimmst deine Füße zusammen und drehst jetzt die Fußspitzen 45 Grad nach außen, sodass die Zehenspitzen jetzt in die Ecke des Zimmers zeigen. Anschließend stellst du den äußeren Fuß auf. Ja, stell dir vor, du hast einen High Heel an und stell den Fuß dicht an den anderen Fuß. Nicht hier irgendwo hin, sondern dicht an den anderen Fuß. Und dein Knie bedeckt dein anderes Knie. Ja, also nicht das hier, sondern das. Du richtest dich auf. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Ja, und diese Pose hier gibt jetzt richtig schön diese Sanduhrenform. Ja, hier, das ist so wie eine Sanduhr und hier hast du damit eine richtig schöne Kurve. Ja, okay, dann nimmst du jetzt deine Hände in die Hüfte. Und wackelst viermal mit der Hüfte. Also eins, zwei, drei, vier. Anschließend nehmen wir die Arme nach oben und machen eine schöne Pose. Wir nehmen beide Arme gleichzeitig nach oben. Also, genau, ich erkläre noch mal ein bisschen was dazu. Wenn wir die Arme nach oben nehmen, nehmen wir sie wirklich von unten an den ganzen Weg nach oben. Also jetzt nicht hier irgendwo anfangen, sondern wirklich von unten an. Ja, dein Arm ist schön gestreckt, deine Hände sind elegant. Und schau einem Arm dabei hinterher. Und wenn du die Arme nach oben nimmst, bleiben die Schultern unten. Also nicht sowas hier, sondern die Schultern bleiben unten, obwohl deine Arme oben sind. Und jetzt hältst du diese Pose für 2 Sekunden. Anschließend nimmst du die Arme wieder nach unten, aber nur auf halbem Weg. Und du legst sie jetzt hier auf ein Wolkenkissen ab. Und jetzt machst du den Schulter-Shimmy. Dabei läufst du jetzt 3 Schritte nach vorne. 1, 2, 3. Machst hier eine schöne elegante Pose und weiter mit dem Schulter-Shimmy. Anschließend nimmst du die Hände in die Hüfte und stellst dich so etwas breitbeiniger hin und gehst jetzt mit dem Gewicht hier auf dein rechtes Bein. Also 80% des Gewichtes sind jetzt hier auf deinem rechten Bein. Und jetzt machen wir mal ein paar solche, ja, mit den Händen hier, so ein bisschen mit den Fingern, so. Und anschließend
kommt der große Hüftkreis. Wie der Name schon sagt, machen wir jetzt einen großen Kreis mit der Hüfte. Und zwar gehen wir jetzt rechts, vor, links, zurück. Nochmal rechts, vor, links, zurück. Du kannst dir dabei vorstellen, du bist so eine kleine Katze in einem Cremetöpfchen. Genau, und jetzt gehen wir so praktisch nochmal nach links rüber. Also wir machen praktisch anderthalb Runden. Nochmal von vorne, wir stehen so da. Also rechts, vor, links, zurück. Rechts, vor, links. Und stellen uns jetzt wieder in die elegante Pose vom Anfang. Und beenden das Ganze mit der Schlusspose. Für die Schlusspose nehmen wir nur einen Arm nach oben und halten diese Pose jetzt 2 Sekunden. Und das ist unsere kleine Tanzkombination. Wir tanzen sie jetzt nochmal mit Musik und mach das Ganze wirklich nur für dich. Denk jetzt nicht so sehr, oh Gott, was könnte jetzt hier mein Nachbar denken oder wenn mein Arbeitskollege das jetzt hier von mir wüsste, oh je, oh je, oh je. Ja, sondern genieß das einfach so für dich und ja, spür so in dich hinein, ja, und ja, versuch einfach mal zu fühlen, wie sich das anfühlt, so zu tanzen. Okay, dann jetzt nochmal mit Musik.